Herr Präsident, meine Damen und Herren! Politisch gesehen ist der Vorgang, der heute hier zur Besprechung kommt, einigermaßen interessant und neu in Berlin. Man kann daran erkennen, wie einig sich doch CDU und Grüne in bestimmten vornehmlichen Wirtschaftsfragen sind. Unterschiede gibt es nur noch in Nuancen und natürlich in der argumentativen Begleitmusik. Interessant auch das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel der SPD, die den Ansatz der Grünen strikt als Zwangsbeglückung zurückweist, sich aber denselben Ansatz der CDU mangels eigener Ideen stolz an die Brust heftet. Interessant auch, dass sowohl SPD und Grüne, die ansonsten PPP, also öffentlich-private Partnerschaften genannte Konzepte zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben verbal strikt ablehnen, zumindest in Berlin. Wenn das Kind aber statt PPP nun BID oder Standortgemeinschaft heißt, spielt das keine Rolle mehr. Worum geht es tatsächlich? Es geht um Geschäftsstraßen, es ist gesagt worden, um Standortgemeinschaften. Davon gibt es in Berlin ca. 70. Zwei davon sind die klassenbesten und die bekanntesten, die AG City im Westen und die IG Friedrichstraße im Osten, da wo das Geld sich auch sammelt. Es geht um Aufwertungsprozesse und den, ja, richtigerweise auch den Erhalt der wohnortnahen Nahversorgung. Bisherige Versuche über freiwillige Zusammenschlüsse gemeinsam etwas gegen den Niedergang und für die Erhaltung des Boulevardcharakters Berliner Geschäftsstraßen zu tun, brachten nicht immer die erhofften Ergebnisse. Mal fehlten die nötigen Enthusiasten, mal fehlte die Unterstützung durch die Verwaltung, immer aber fehlte Geld. Dem soll nun abgeholfen werden nach dem amerikanischen Modell durch ein Gesetz, genauer gesagt durch ein Abgabengesetz, denn darum handelt es sich. Wenn 15% der Akteure am Standort sich zusammenfinden, sollen 100% der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden dafür zahlen, dass der Senat per Rechtsverordnung eine Gebietskulisse festsetzt, einen Aufgabenträger bestimmt, mit diesem dann einen öffentlich-rechtlichen Vertrag darüber abschließt, welche Maßnahmen finanziert und umgesetzt werden. Das ist der Kern des Gesetzes. Viele werden zur Zahlung verpflichtet, wenige bestimmen über die Ausgaben. Schauen wir uns die Rollenverteilung noch mal genauer an. Die öffentliche Hand vernachlässigt seit Jahren wegen leerer Kassen ihre Aufgaben zur Pflege und Instandhaltung des öffentlichen Raumes. Ja, schade. Förderprogramme wie zum Beispiel mittendrin, aktive Zentren, Quartiersmanagement laufen mit hohem Aufwand, bringen punktuelle Verbesserungen zweifellos. Sich selbst tragende und dauerhafte Entwicklungen sind jedoch eher selten. Schon die Ansiedlung eines weiteren großen Einkaufstempels kann alles zunichte machen. Die kleinen Läden gleich nebenan bleiben auf der Strecke. Die bezirklichen Wirtschaftsförderinstrumente mühen sich redlich, diese Prozesse zu beeinflussen. Ihnen fehlt oft die personelle Stärke und eben auch das Geld. Nun wird aber der öffentlichen Verwaltung eine weitere Rolle zugewiesen, nämlich die des Geldeintreibers. Die Bezirksämter sollen demnächst die Grundstückseigentümer ausfindig machen und deren Zwangsabgaben eintreiben. Ein Aufgabenträger soll bestimmt werden, der die Gelder in die Hand bekommt und schöne Dinge damit macht. Wenn man dann fragt, welche Maßnahmen, sind es Standortmarketing, Weihnachtsbeleuchtung, kann man alles noch vertragen, Tiefbaumaßnahmen, Gehwege oder gleich ganze Straßenprofilgestaltung, auch solche Ideen gibt es. Diese Maßnahmen bedürfen natürlich auch der Genehmigung und Betreuung durch die bezirklichen Zuständigkeiten. Die Aufträge für zum Beispiel Baumaßnahmen müssen ausgelöst werden, Sicherheit muss gewährleistet sein und eventuell muss der Verkehr umgeleitet werden. Das klappt, wie wir wissen, in Berlin suboptimal. Spannend wird es im Konfliktfall, wenn die BVV ein anderes beschließen als Standortgemeinschaften wollen. Auch ist die Versuchung groß, dass die öffentliche Hand eigene Finanzierungen in öffentliche Räume weiter vernachlässigt, weil es doch jetzt Anliegerfinanzierung zwangsweise gibt. Beim Straßenausbaubeitragsgesetz, Herr Evers, war das immerhin noch das Argument der CDU gegen finanzielle Beteiligung der Grundstückseigentümer. Und bei den Ausgaben haben wir drei Blöcke zu bedenken. Das sind die Verwaltungsausgaben, ich sprach davon schon. Das wird erheblich sein, was auf die Bezirke zukommt. Die sollen teilweise gedeckt werden durch diese Beiträge aus dem Standortgemeinschaftengesetz. Nach Hamburger Beispiel wissen wir, das geht nicht so gut auf. Zweiter großer Block sind die
Kosten für die Aufgabenträger, die beauftragt werden sollen, das Management dieser Gemeinschaften zu gestalten. Das wird ja der professionelle Schub werden. Das machen die nicht für lau, also die müssen auch bezahlt werden. Und dann bleibt noch Geld für die eigentlichen Maßnahmen. Aufstellung von Papierkörben und zur Verbesserung der Sauberkeit kann man alles noch mal sich überlegen. Die gesamte Umgestaltung eines Platzes oder gar die Anlage von Parkbuchten oder andere Maßnahmen, die plötzlich während der Maßnahmenausführung auch noch teurer werden. Das wird noch eine spannende Diskussion mit sich bringen und muss eventuell auch noch nachfinanziert werden. Doch selbst wenn es gelänge, per Zwang die Weihnachtsbeleuchtung und die Sprüngenbrunnen jedes Jahr einzuschalten, meine Damen und Herren, in der Anhörung im Wirtschaftsausschuss ist das auch gesagt worden, das ändert nichts an dem Fakt, dass dem Einzelhandel in Berlin der Wind aus einer ganz anderen Richtung um die Ohren weht, nämlich aus dem Internet, dem Versandhandel und aus der fehlenden Kaufkraft in Berlin.